Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. So, und wir müssen die zwei Agenten von Darth Barriss noch ausschalten, damit wir ihn stellen können. Damit er auch kein Mittel hat, uns aufzuhalten. Also wir haben ja in der letzten Folge schon Darth Roveron gerettet. Jetzt müssen wir uns selbst retten. Okay, was ist hier los? Deaktiviere Sicherheitskonsole 148. Jetzt soll ich hier irgendwelche Konsolen deaktivieren. Eieiei. Ach komm. Und was seid ihr denn für Kackrebellen? Was wollt ihr hier? Ich dachte, die sind nur so feindliche Imperiale. Aber dass sie Rebellen sind, da weiß ich auch nicht. Bam, tot. Was ist die Konsole hier? Die ist da unten. Nee, die ist hier oben. Ich kann aber auch nicht richtig gucken. Angriff! Es ist mir hier schon wieder viel zu ruhig. Gott. Also wenn das jetzt gleich... findet dreimal diese Konsole ist, dann werde ich das wahrscheinlich rausschneiden, weil es ist nichts Großartiges mehr. Deswegen werde ich mal gleich gucken, wenn wir den hier noch fertig gekriegt haben. Jawohl. So, was passiert jetzt hier? Ja, und jetzt soll ich die anderen deaktivieren. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich soll jetzt mit irgend so einem Körner reden, nachdem ich das hier alles deaktiviert habe. Hier einmal rein. Ich weiß, dass der Code stimmt. Wieso öffnen sich meine Fluchtwege nicht? Weil es so ist. Ihr geht nirgendwo hin. Jeder Gedanke an Flucht ist sinnlos. Ich hätte imstande sein müssen, es zu tun, ohne groß nachzudenken. Als der Alarm losging, wusste ich, dass es Ärger gibt. Haltet ein! Ich bin ein imperialer Geheimagent, der direkt Darth Barriss unterstellt ist. Ich hasse Darth Barriss. Das ist schlimmer, als zur Republik zu gehören. Ihr gehört also zu den abtrünnigen Sith, die Darth Barriss mit meiner Hilfe bändigt. Vielleicht seid ihr gegen ihn, aber ihr wollt doch sicher den Krieg nicht gefährden. Ich spiele im Kampf um Corellia eine entscheidende Rolle. Ich lenke den republikfreundlichen Widerstand in Schlachten, die sie nicht gewinnen können. Schaltet mich aus, dann verlieren wir diesen Krieg. Arbeitet mit mir. Kooperiert. Dann überlebt ihr diese Begegnung vielleicht. Ihr sammelt Geheimnisse für Darth Barriss. Das muss aufhören. Gebt mir die Informationen, die ihr für ihn bewahrt. Sich Barriss zu widersetzen, hat keine Zukunft. Ich werde was? Ich widersetze mich ihm? Apropos Zukunft? Falsche. Sieht eure Zukunft rosig aus, wenn ihr mich anseht, Zengs? Sieht ganz so aus, als haltet ihr alle Trümpfe in der Hand. Jedes Regime stürzt früher oder später. Fährt, alles hab ich. Bevor die Türme einstürzen. Ich lade die Dateien hoch. Hier, ich habe sie aus meinem System gelöscht und euch übergeben. So soll's sein. Habe ich damit eure Gnade verdient? Das muss ich erst überprüfen. Bewegt euch nicht. Ich authentifiziere eure Informationen. Lasst mich mal kurz hier googeln. Ich übertrage das Material aus Colonel Zengs Dateien. Ausgezeichnet. Ich sehe es mir an. Ja, das ist das Druckmittel, durch das Darth Barriss Einfluss auf die anderen Mitglieder des Rats der Sith hat. Jetzt sind sie davon befreit. Heißt das, ich kann weiter atmen und den Krieg um Corellia gewinnen? Diese Entscheidung überlasse ich meinem formidablen Freund. Was meint ihr? Soll Colonel Zengs leben oder sterben? Er stirbt. Er ist ein Kollaborateur von Barriss und muss sterben. Tut mir leid. Aber so ein Verräter werde ich nicht akzeptieren. Ich kann euer Verlangen, ihn zu töten, nachvollziehen. Wir werden einen anderen Weg finden, um das Blatt des Krieges hier zu wenden. Wirklich gute Arbeit habt ihr da geleistet. Vielen Dank. Ihr weiß, dass wir Barriss zu Fall bringen könnten, ohne das Imperium zu kompromittieren.
Ich habe Neuigkeiten, aber wie so ich schon guck ich sagte, so ist diese Acht wahrscheinlich verwanzt. Kontaktiert mich, sobald ihr die Anlage verlassen habt. Ja, geil. Wenn es verwanzt hier ist, dann ist es noch schlimmer. Verlasse die Festung des Widerstandes. Benutze dein Holochrom. Okay, wer ruft mich hier an? Tülülülülü. Hier ist alles ruhig. Keine verdächtigen Vorkommnisse, keine weiteren Anschläge auf Darth Vovron. Captain Quinn ist ein ausgezeichneter Offizier. Ich bin hier in guten Händen. Barras falscher Jedi ist immer noch auf freiem Fuß. Er führt Jedi gegen Sis, die sich Darth Barras Willem widersetzen. Mein Agent Schattenhand ist ihm auf den Fersen. Leider ist Schattenhand von feindlicher Artillerie festgesetzt worden. Er hat unsere Informationen, aber er musste die Kommunikation einstellen, um nicht erwischt zu werden. Ich gehe zu Ihnen und rette ihn. Ich werde die Informationen direkt abholen. Schattenhand steckt auf der anderen Seite des Axialparks, hinter dem Coronet Zoo fest. Der Park ist eine Kriegsfront. Dort finden schwerste Kämpfe statt. Wir haben einen Unterschlupf in diesem Sektor. Dort wird Schattenhand warten. Ich werde das hinkriegen. Ich werde mir eine Schneise durch die Kämpfe bahnen, um mich mit eurem Mann zu treffen. Wenn ihr Interesse habt, es gibt doch eine gute Gelegenheit, den Kampf zu unterstützen. Die Bomben, die Schattenhand den Weg versperren, behindern unsere Bodentruppen im Axialpark. Wenn ihr unterwegs die Artilleriestellungen zerstören könntet, wäre das sehr hilfreich. Wie auch immer, Schattenhand wird euch alles sagen, was ihr wissen müsst, um Barras Jedi-Spion zu stellen. Wir reden weiter, wenn die Sache erledigt ist. Oh Gott, das heißt erstmal ein paar Nebenaufträge machen, damit es mit der Hauptquest weitergeht. Habe ich richtig verstanden? Boah, so sieht das doch noch geil aus. Die haben auch hier irgendwie das Design geändert. Ist ja auch eine neue Season jetzt am jetzt Start. Habe ich was gut. Hier können wir auch nochmal die Fähigkeiten gucken. Der Fähigkeitsbaum. Wir sind schon Level 49. Oh, nicht mehr lange, da bin ich Level 50. Ja, geil. Sind Blutgebundene. Erzielst du mit einem Bluteffekt einen kritischen Treffer, wird die Abblendzeit von Blutwut um eine Sekunde verkürzt. Ja, das hilft ja nicht viel. Rasende Stärke verbraucht alle Fähigkeitsladungen von rasender Stärke und gewährt dir 15 Sekunden lang ebenso viele Stapel von rasender Stärke. Jeder Stapel erhöht deinen nächsten direkten Nahkampfangriff auf ein 1. Ziel um 25% und wird verbraucht, wenn du mit diesem Angriff Schaden verursachst. Regeneriert alle 15 Sekunden ein Fähigkeitsladung. Okay. Ja, klingt eigentlich auch gut. Ja, komm, lass mal das hier machen. Haben wir jetzt hier mal eine Fähigkeit dazu gemacht. Machen wir hier so Zusatzfähigkeiten drauf. Kann ich hier das nochmal machen? Zum Beispiel hier. Ja, was erinnert sich denn hier? Ach egal, warte mal. Hier kann ich nochmal eine Fähigkeit hinzufügen. Das ist geil. Also, ich kann hier meinen Fähigkeitsbaum immer so ändern. Nice. Okay. Ja. Bin hier eigentlich zufrieden. Finde Schattenhand. Oh Gott. Müssen wir auf die andere Insel. Ja, dann sehen wir uns bei der Schattenhand wieder. Oh Gott, viel zu viele Gegner. Okay, ich muss mich wohl teleportieren. Bis gleich. Alright, ich bin drin. Was will die Schattenhand von mir? Das werden wir jetzt herausfinden. Ich bin echt gespannt, wer das jetzt sein soll. Moin, was geht? Bist du die Schattenhand? Ich glaube nicht. Halt! Gebt euch zu erkennen oder sterbt! Sag mal, nehmt euch in Acht, Imperialer! Bedroht mich besser nicht nochmal. Was? Sprecht lauter! Ich hab immer noch das Artilleriefeuer in den Ohren! Ah! Wovon redest du? Um Klappe. Euch das Artilleriefeuer aus den Ohren zu quetschen. Akra! Oh, oh, oh. Du hast keinen Respekt vor und mir. Und jetzt hör zu. Ich will die Informationen, die ihr für Darth Vovron gesammelt habt. Verzeihung, vergebt mir, mein Sith Lord. Die Artillerie hat mich ganz verrückt gemacht.
Ja, laber mal keinen Scheiß. Auf Darth Barras anderen Spion. Ein Jedi-Team ist heimlich auf Corellia gelandet. Ich habe eine Nachricht von einem von ihnen an Barras abgefangen. Die anderen Jedi sollen in eine Todesfalle geführt werden. Wo muss ich hin? Könnt ihr mir den Standort des Jedi-Teams mitteilen? Ja, das kann ich. Die Jedi bereiten sich in einem Bunker der Republik vor. Von da aus werden feindliche Sondertruppen ausgesandt. Es ist also höchst riskant, dort einzudringen. Gut, eure Aufgabe ist erledigt. Vielen Dank. Kehrt zu Wovron zurück, sobald ihr dazu in der Lage seid. Ich erhole mich noch ein bisschen und begebe mich dann zurück zum Stützpunkt. Wenn ihr fertig seid, gebt mir von außerhalb des Bunkers Bescheid. Ich schicke dann das Armageddon-Bataillon, um den Bereich zu sichern. Ich erstatte jetzt Wovron Bericht. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Und nächstes Mal nicht so respektlos sein. Okay? Der letzte Spion. Sein Jedi-Spion. Das ist ja eigentlich auch nicht schwer. Oder? Oder? Ja, da zoome ich ein bisschen raus, rein. Oh, jawohl. Ja, ist hier um die Ecke. Ein paar Blocks weiter. Trotzdem mache ich einen Cut, weil Laufen ist langweilig. Uiuiui, wurde aber echt aufgesprungen. Och, nö. Was zum Fick? Was wollt ihr jetzt hier? Jetzt halt mal die Klappe kurz. Den einfach weggestoßen. Was fuchtet er da rum? Nee, es ist nicht sie. Sorry. Ich hab falsch gegendert. Okay. Fuck, warum, was will der Typ jetzt hier vor dem Eingang? Lauf mal schneller. Meine Fresse! Na, aktivier. Jawohl. Hat zwar eh nicht viel Schaden gemacht, aber egal. Oh Mann, Alter. Langsam werden die Kämpfe echt ziemlich langweilig. Deswegen sage ich auch immer weniger. Gut. Nein, bitte. Ach Junge. Mann, warum müssen da immer so viele stehen? Okay, jetzt aber. Und da unten ist der Spion. Oder die Spionin. Hier endet eure Invasion, Sith. Wir sind stark in der Überzahl. Einer von euch muss sterben. Ich weiß nicht, wen von euch ich umbringen soll. Am besten einfach alle. Ihr seid ebenso dreist wie dumm. Stürzt euch auf den Sith. Das wird nicht klappen. Dann auf geht's gegen Meister Chos und Meisterin Injudge. Das wird easy. Nein, ich hab wieder... Ach, Junge. Das ist aber auch so scheiße hier. Ich hab wieder von den Fähigkeiten was rausgenommen. Ja, aber ich weiß zumindest, welche das ist. Boah, wieso ruckelt denn das, wenn ich hier scrolle? So. Alles wieder repariert. Jetzt geh doch mal weg. Ich liege im Sterben. Mein Name ist Inyaye. Barras Spion. Ich habe mehr als 10 Jahre lang unter den Jedi gelebt. Ich hätte mich zu erkennen geben sollen. Ich dachte nie, dass ihr uns alle besiegen könntet. Es war eure Mission.
war scheiße, deswegen stirbst du als Feigling. Genau wie Barras habt ihr euch auf Tricks verlassen und euch hinter Masken versteckt. Das ist erbärmlich. So kalt. Ich sterbe in dem Bewusstsein, dass ich der Stimme des Imperators gedient habe. Jawohl. Sie ist einfach umgefallen. Nice. So muss es sein. Ich fand das wirklich geil, wie die da umgefallen ist. Oh mein Gott. War es das jetzt oder was müssen wir noch auf Korea machen? Ich bin mal gespannt. Hier, Schattenhand. Ich entsende das Armageddon-Bataillon, um den Bunker zu sichern, den ihr geräumt habt. Aber es hat einen Angriff auf Darth Vorron und eure Crew gegeben. Weil, sie haben was? Gesagt, ich soll euch durchstellen, sobald ihr euch meldet. Das mache ich jetzt. Verzeihung, mein Sith Lord. Der Überfall kam ganz plötzlich. Ein unbekannter, sehr starker Angreifer. Wir sind jetzt auf der Flucht und bringen Vorron zu einem Unterschlupf in der imperialen Legislatur. Er will, dass ihr uns dort trefft. Verliert nur keine Zeit. Ich komme. Ich will ihn aus der Schusslinie haben, Lieutenant. Bringt ihn so schnell wie möglich in Sicherheit. Wir haben etwas Abstand zum Attentäter gewonnen und nehmen jetzt direkten Kurs auf den Unterschlupf. Wir sind gleich am Unterschlupf. Bis später. Okay, sprich mit Darth Rowan in seinem Unterschlupf. Oh, verdammt nochmal. Ich glaube, das wird das große Finale hier auf Korea sein. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir machen das noch schnell. Dann wird das eine XXL-Folge, aber dann machen wir das schnell noch. Ich werde die Aufnahme hier pausieren, weil ich glaube, ich werde jetzt nicht die Aufnahme so lange haben. Dann mache ich jetzt einfach zwei Aufnahmen und dann werde ich die zusammenschneiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ihr fragt euch, warum bin ich jetzt hier? Ja, ich habe davor eigentlich schon eine Aufnahme gemacht, da haben wir nämlich mit Darth Vorron geredet und der hat so gesagt, wir müssen zu dieser Wessenheitskammer, weil wurde ja angegriffen und da ist irgendwie irgendwas Spezielles da. Ich habe es selber nicht mehr so ganz gerafft. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt hier durch diesen ganzen Turm da durchgehauen, bis dann die Aufnahme am Arsch war und dann auch noch der ganze PC. Ich weiß nicht, wie sowas passiert ist. Ich bin selber gerade echt verwirrt. Ich bin auch gerade ausgeflippt. Ja, und ich muss mich jetzt noch ein bisschen durchkämpfen. Genug herumgehalten. Warum ist das Spiel eigentlich so ultra laut jetzt auf einmal? Sag mal. Also irgendwie. Kann das sein, dass das Spiel sich immer wegen Lautstärketechnik hier immer wieder wechselt? Weißt du? Wird es wieder ein bisschen lauter, dann wird es wieder leiser. Das wechselt sich immer wieder. Es ist trotzdem immer blöd, dass wenn eine Aufnahme komplett am Arsch ist, dass du dann ja, keine andere Möglichkeit hast, als es zu erklären. Aber egal, wir sind gleich im Grunde Finale von Korea. What the fuck war das denn gerade? So, Barras Hüterstreiter. Was ist denn ein Hüterstreiter? Ah, der Typ sieht heftig aus. Hätte der noch eine Maske auf, dann wäre das schon ziemlich bedrohlich. Gott. Nein, ich will mich ausnommen. Jetzt habe ich... Ach, guck mal, das ist auch echt immer behindert. So. Ich drücke außerdem meine falsche Taste und dann ist auf einmal die Fähigkeit weg. Was war denn das nochmal? Das hier, glaube ich. Ne, jetzt passiv. Ah, der Machtschrei. Jawohl, jetzt hab ich's. Ja, komm. Alter, der hält ja echt eine Menge aus. Oh, komm nach diesen so kleinen Zipfelchen. Jawohl. So, da sind wir auch am Start. Deaktiviere das Kraftfeld. Ja, wie denn? Ach, hier.
gut. Gott, ist Vorwon. Wir sind da. Die Wesenheit. Solch reine, dunkle Energie. Ist sie nicht wunderschön? Sie ist meine Rache. Ich sehe nur ein Mittel, um Barras zu vernichten. Kommt näher. Ihr seid da. Als Helfer. Barras. Er weiß, ich kann nicht Nein sagen. Er schändete meinen Ruheort, wo ich wartete auf meine Liebe, euren Imperator. Ich bin gefesselt. Schmerzen. Wenn ihr versagt, wird er mich bestrafen, weil ich euch empfing. Habt keine Angst. Euer Leiden ist vorbei. Ich kenne das Ritual. Ab jetzt ist es einfach. Mal gucken, wer diese Wesenheit ist. Ihr versteht nicht. Wir sind nicht allein. Wer ist das denn? Ein Cyborg. Sieht der hässlich aus. Endlich habe ich euch eingeholt. Ich habe euch doch gesagt, dass man mich nicht umbringen kann. Ihr müsst ein Masochist sein. Ermüdet euch euer ständiges Versagen nicht, oder lasst ihr euch nur gerne bestrafen? Schmerzen nähren mich. Als ihr mich brennen saht, speiste ich vom Leid. Als Barras mich wieder aufbaute, trank ich Qualen. Meine also war das wie bei Episode 4? Nicht länger 4? Aus Fleisch. Ich sehe jetzt alles in einem neuen Licht. Euer Anblick macht mich gleichzeitig krank und vergnügt. In wenigen Minuten wird der große Darth Vorthron sich auflösen. Dann wird die Wesenheit für immer unter Barras Kontrolle sein. Die Wahrheit, das Todesfeld, erhält Energie von Drags Maschinen. Sei still und stirb. Mehr brauche ich nicht zu hören. Die Rache ist mein! Na, komm doch! Komm doch! Leg dich niemals mit mir an. Okay, der hat jetzt krasse Kombos hier. Der hat doch diesmal zwei Lichtschwerter. Ich glaube, davor hat er die nicht gehabt. Aber wir sind halt krasser. Und deswegen können wir ihn ausschalten. Ich bin weitaus über dir gelegen. I have the high ground. Okay, gerade hat er den high ground. Das ist nicht so geil. Aber nicht lange. Dann habe ich hier meinen high ground. Hör auf, meine Schülerin zu erwürgen. Das ist nicht so toll. Komm, nur noch dieses kleine Zipfelchen. Nice, war ja easy. Das Todesfeld stirbt. Zusammen mit Drag. So. Keine Sorge, Vorthron. Sie Was sind wieder für am Leben. Ein Finale. Noch nie habe ich solche Schmerzen verspürt. Ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Aber ich bin froh, aus nächster Nähe miterlebt zu haben, wie ihr diese Monstrosität vernichtet habt. Schön, dass ihr euren Spaß hattet. Ja, es war sicher grandios. Barras wird das wohl anders sehen. Wesenheit, weiß er, was hier passiert ist? Durch mich sieht der Schänder alles. Wunderbar. Er muss außer sich vor Zorn. Okay, das ist vielleicht doch gut. Und jetzt bereiten wir das Ritual vor. Jetzt kommt so... Das letzte Tor zwischen euch und dem Jenseits ist geöffnet. Uiuiui. Krass. Nichts, bitte nichts tun. Jetzt bin ich wieder vergessen und dankbar. Meine okay. Empfehlung an den Schänder. Ihr wart wirklich eine Offenbarung.
Die Zeit ist gekommen, dass ihr Darth Barras gegenübertretet. Endlich. Darauf habe ich schon viel zu lange gewartet. Genau wie ich. Sogar jetzt ist Barras noch immer so gut wie unzerstörbar. Und ich weiß nicht, wie man ihn noch weiter schwächen könnte. Sag der Hand, dass der Rat der Sith wartet. Und ich werde da sein, um euch einzuweisen. Na sicher. Und wie er auch gesagt hat, das Finale kommt. Doch alles in der nächsten Folge entscheidet, ob ich der neue Ratsmitglied werde. Ja, es wird richtig geil. Wir haben hier Drag noch ausgeschaltet und hier Wolverine noch geholfen. Ja, ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns im Finale wieder. Haut rein. Ciao, ciao.